Hallo, willkommen bei unserem nächsten Filmprojekt. Mein Name ist David Fuchs und wir wollen heute in diesem Video Ihnen präsentieren, wie man Vinylboden fachgerecht auf einen vorbereiteten Untergrund kleben kann. Hier soll es eben darum gehen, dass wir Ihnen nicht ein Dekor verkaufen wollen, weil das jetzt gerade so schick ist oder angesagt ist. Nein, es wird ja eine Eiche eingebaut werden, ganz normal. Ist eine Laufzone. Aus dem technischen Grund haben wir gesagt, wir machen auf jeden Fall Vinyl. Es ist robust, pflegeleicht. Aber wir kleben in diesem Falle, gerade auch, weil wir nur ganz geringe Aufbauhöhen haben. Und da folgen Sie uns, wir zeigen Ihnen dann Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen sollen, wie Sie die Vorbereitung treffen sollen, wie Sie die Aufmaße machen, bis Sie halt eben hin zu dem Verkleben der Sheets gehen. Das können Sie dann nachher auch nachmachen und wir sehen uns am Ende. Bis dahin. Tschüss. Die Vinylbodensheets bitte mindestens 24 bis 48 Stunden vorm Verlegen in den Räumen lagern. Vorm Verlegen ist es ganz hilfreich, sich erstmal die Musterfläche hinzulegen und dann bei der ersten Reihe den Schnitt zu machen. Und diese Abschnitte können Sie dann für die nächsten Reihe verwenden. Bevor Sie den Kleber auftragen, ist hier ganz wichtig, dass Sie sich nochmal genau die Anweisungen des Herstellers durchlesen und genau nach diesen Prinzipien verfahren. Und bitte tragen Sie auch nur immer so viel Kleber auf, wie Sie dann halt in diesem Vorgang auch verarbeiten. Nach den Ablüftzeiten können Sie mit dem Kleben der Dielen beginnen. Hier ist es ganz wichtig, dass Sie in den ersten Reihen und in den ersten Ausrichtungen exakt arbeiten, genau nach Linie. Und bitte die Dielen auf Stoß, aber nicht auf Spannung. Es sollte keine Spannung in den einzelnen Dielen entstehen, aber schön auf Stoß. Hier sieht man sehr schön, dass wir bis zur Dehnungsfuge gearbeitet haben. Liegt einfach in diesem Fall daran, dass der Estrich hier eine Dehnung hat und die müssen wir unbedingt zwingend auch einhalten, auch oben, auch wenn es hier gerade nur so ein kleines Stück ist. Nachdem Sie die ersten Reihen verklebt haben, ist hier ganz, ganz wichtig zu beachten, um eine hundertprozentige Verklebung zu gewährleisten, müssen Sie unbedingt walzen. Hier wieder das gleiche Prinzip, drei Reihen anlegen, fixieren, Linie ziehen
Und dann können der Kleber aufgetragen werden und dann die Dielen aufgeklebt. Und nach diesem Prinzip und Verfahren können Sie dann die ganze Fläche verarbeiten. Wir sind zum Ende des Videos gekommen und so, dass wir ihn halt in diesem Video präsentieren konnten, wie man einen Vinylboden klebt. Hier auf einem vorbereiteten Untergrund, das Video können Sie ja bei uns im Kanal auch schon finden, haben wir ja gespachtelt. Und wie gehe ich auf eine gespachtelte Oberfläche vor, um Vinylboden-Sheets zu kleben? Das wollten wir hier in den einzelnen Etappen präsentieren. Mit diesem Farbton finden wir hier Eiche geölt, nachempfunden, richtig schön. Aber wenn Sie dort auch weitere Dekore benötigen, schauen Sie bei uns im Shop, stöbern Sie, lassen sich Muster zuschicken. Wir helfen Ihnen auch dann dort für Ihr Projekt die richtige Vinyl-Klebemuster zu bekommen und das Material auch zu bekommen. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute bis dahin. Tschüss.